wie Selbsthypnose bei der persönlichen Entwicklung helfen kann. Wusstest du, dass du dich gerade in einer hypnotischen Trance befindest? Nein, im Ernst, das bist du. Das ist aber nicht schlimm, denn das sind alle anderen auch. Zum Glück erfährst du in diesem Video, wie du dich ungewollt in eine negative Trance versetzt und wie du diese bewusst in eine positive verwandeln kannst. Du kannst mir dafür später danken. Moin! Und willkommen zurück. Ich bin's, die Nils Musche. Ich bin Hypnosetherapeut und Hypnoseausbilder. Und in diesem Video heute geht es darum, wie Selbsthypnose dir bei deiner persönlichen Entwicklung helfen kann. Ein Hypnosefakt, der dir wahrscheinlich gar nicht bewusst ist, ist, die Wahrheit ist, dass jeder Mensch im Laufe des Tages immer wieder in eine hypnotische Trance geht. Wenn du morgens aufwachst und deine übliche Routine durchgehst, ohne darüber nachzudenken, bist du in Trance. Wenn du mit dem Auto fährst und plötzlich an deinem Ziel ankommst, ohne es zu merken, dann hast du dich während der Fahrt sehr wahrscheinlich in einem Hypnosezustand bzw. Trancezustand befunden. Das letzte Mal, als du einen spannenden Film oder eine Serie gesehen hast, die dich wirklich in ihren Bann gezogen hat. Das letzte Mal, als du ein stundenlanges, interessantes Gespräch geführt hast. Oder sogar, als du das letzte Mal an einer roten Ampel standest, die gerade grün wurde und du ziellos durch dein Handy gescrollt hast. All diese typischen Lebenserfahrungen sind in gewisser Weise eine hypnotische Trance. Einer der schlimmsten Übeltäter befindet sich in deinem Kopf. Was für ein Übeltäter, fragst du dich gerade? Nun, es sind Trommelwirbel. Deine Gedanken. Eine so mächtige Kraft. Ja, das ist richtig. Deine Gedanken versetzen dich in Hypnose. Mach dir keine Sorgen, denn diese Art von Hypnose durchläuft jeder Mensch auf der ganzen Welt täglich. Egal, ob es sich um ein Bild, einen Film oder einen inneren Dialog hat. Deine Gedanken reißen dich aus dem gegenwärtigen Moment heraus, wenn du nicht in der Lage bist, sie zu kontrollieren. Du weißt wahrscheinlich schon, dass fast alle Selbsthilfe-Coaches vorschlagen zu meditieren, wenn es darum geht, das Leben zu verbessern. Sicher, sich still hinzusetzen und nicht über deine Gedanken nachzudenken, kann dir helfen, wenn du einfach nur deinen Geist beruhigen und dich weniger gestresst fühlen willst. Aber was ist mit den schwierigeren Dingen? Ich meine schwieriger im Sinne von Prozessen, die schwieriger zu bearbeiten sind. Zum Beispiel die Überwindung einer wirklich schlimmen Erfahrung. Wie kann dir das Stillsitzen mit geschlossenen Augen dabei helfen, dein Verhalten oder eine Gewohnheit zu verändern, die dir mehr schadet als nützt? Du siehst, in deinem Inneren steckt eine Kraft, mit der du rechnen kannst. Sie ist stark genug, um Realitäten zu verändern, dich in andere Dimensionen zu bringen und mit dir durch die Zeit zu reisen. Warte, was? Zeitreisen? Ja, genau. Deine Vorstellungskraft ist so stark, dass du in einen Moment deiner Vergangenheit zurückreisen und dich dort für Stunden verlieren kannst. Und ich wäre nicht überrascht. Na, ich wette, dass du das wahrscheinlich schon unbewusst tust oder einmal getan hast. Wann hast du das letzte Mal fast einen ganzen Tag damit verbracht, dir Gedanken über etwas Peinliches oder Frustrierendes zu machen, das dir passiert ist? Vielleicht war es ein Gespräch, das du gestern geführt hast oder etwas, das schon Jahre zurückliegt. Aber aus irgendeinem verdammten Grund hat es sich in deinem Kopf festgesetzt und läuft immer wieder ab. Dieser verinnerlichte Fokus des Grübelns hat eine Ursache und in Hypnose zu gehen ist eine der Auswirkungen davon. Selbsthypnose und wie sie dir
helfen kann. Wenn du und alle anderen, die du kennst, auch erfahrene Meditierende, durch ihre Gedanken aus dem gegenwärtigen Moment gerissen werden, was kannst du dann tun? Ne? Selbsthypnose ist die radikale Lösung für dieses Problem. Der Grund, warum Selbsthypnose funktioniert, ist, dass jede Hypnose eine Selbsthypnose ist. Ja, du hast richtig gehört. Selbst wenn du zu einem professionellen Hypnosetherapeuten gehst oder zu einer Hypnoseshow gehst, bei der eine große Menge von Menschen unterhalten wird, ist die einzige Möglichkeit, jemanden dazu zu bringen, in die Hypnose zu gehen, sein Einverständnis zu bekommen. Wenn du nicht in Hypnose gehen willst, wirst du es nicht tun. Wenn du aber in Hypnose gehen willst, dann wirst du es tun. Die Hypnose wird durch die willentliche Beteiligung sowohl des Probanden als auch des Hypnotiseurs ermöglicht. Der Hypnotiseur leitet den Probanden durch die Schritte, die erforderlich sind, um in Hypnose zu gehen. Es ist wirklich so einfach, wie es klingt. Beim Meditieren muss man sich von Gedanken lösen, die auftauchen. Die Selbsthypnose hingegen erfordert eine innere Konzentration und den willentlichen Einsatz der Vorstellungskraft. Bei der Selbsthypnose übernimmst du sowohl die Rolle des Hypnotiseurs als auch die des Probanden. Es ist die Bereitschaft, am hypnotischen Prozess teilzunehmen, die die Arbeit mit der Selbsthypnose erst richtig zur Geltung kommen lässt. Wenn du aktiv an diesem Prozess teilnimmst, an dem Prozess, was in deinem Kopf passiert, dann wirst du zum Beherrscher deiner Gedanken und deiner Realität, anstatt nur ein stiller, unbeteiligter Beobachter zu sein. Stell dir vor, wie großartig dein Leben sein kann, wenn deine Gedanken positiv und ermutigend wären, statt rachsüchtig oder gemein. Stell dir vor, wie dein Gehirn würde sich nicht plötzlich an schlimme Szenarien denken, sondern automatisch an den für dich besten Fall. Ich werde dir nicht sagen, dass sich dein Leben völlig verändern wird, sobald du Selbsthypnose gelernt hast. Ich möchte lieber, dass du es selbst erlebst. Wenn du jetzt hier klickst, findest du ein Video, mit dem du die Selbsthypnose ganz leicht erlernen kannst. Du wirst neue und interessante Wege entdecken, wie du deinen Verstand nutzen kannst, und ich werde dir die Methoden beibringen, die ich selbst anwende, indem wir dein Unterbewusstsein so umgestalten, dass es sich oder dass es auf leichte, einfache Weise mit dir und nicht gegen dich arbeitet. Selbsthypnose ist eine hervorragende Möglichkeit, um Gefühle von Stress oder Ängstlichkeit zu überwinden, Ängste oder Phobien aufzulösen, unnötige Emotionen zu verdrängen und inneres Gleichgewicht zu finden oder Spitzenleistungen zu erreichen. Wenn du hier klickst, findest du eine ganze Playlist zum Thema Selbsthypnose mit allem, was wichtig ist und was dir helfen wird. Ich verabschiede mich erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Steve Niels Mosche.